Und ja, also ich hatte meine Glatze, das stimmt. Hey! Oh, es erwärmt mein Herz, Alter. Und ich bin weg, ciao. Digga, mach nicht so eine Scheiße jetzt! Nein, nein. Einschaltet, heute wird es natürlich wie immer super legendär. Wir haben eine Map von Nelisov. Eine Warworld-Map für die Losers und alle, die gerne ihre Nüsse vom Ziegenmann kraulen lassen. Challenge, der Verlierer kriegt den Kopf rasiert. Habt ihr die Eier? Viel Spaß! Das machen wir natürlich, ne, Ehre geht raus, Deko. Du hast doch schon mal eine Glatze. Nimmst du es dankend an? Ja, ne? Hallo. Hasta la ma. Hallo, Muchachos. Ich nehme mal den Job des Ziegenmanns an und kaule euch ganz herzlich mal wieder die Nüsse. Hasta la ma, hallo, schön, dass ihr am Start seid. Und ja, also ich hatte meine Glatze, das stimmt, aber es gibt komischerweise, muss ich sagen, keine Beweise davon. Gar keine Beweise. Also ich habe auf jeden Fall kein einziges Foto aus der Zeit. Und Marvin weiß es nicht mal mehr, dass ich meine Glatze hatte. Ich bin immer noch der Meinung, dass du nie eine Glatze hattest. Doch, doch, ich habe auf jeden Fall, noch bevor ich mit Kung Fu aufgehört habe, hatte ich eine Glatze. Kung Fu, Kung Fu! Und Kung Fu habe ich ja auch in der Uni-Zeit gemacht, das heißt irgendwie so in den ersten zwei Semestern oder so, würde ich schätzen. Junge, was ist denn das hier schon wieder für ein Bums? Also, erstmal Dankeschön, Nelisov, dass du diese Map gebaut hast und erstmal Dankeschön, dass du es in der Mitte zugebaut hast, sodass man seitlich springen muss. Ah! LOL! Nein, wo war... Nein. Hä? Was? Hä? Hä? Achso, du musst dann links oder rechts fahren. Hier orange oder blau. Nicht in der Mitte. Bist du in der Mitte gefahren? Ey, ich hab's eiskalt richtig random durch die Container durchgeschafft beim allerersten Try. Wie? Ja, random sag ich doch gerade. Ich hab's wieder geschafft. Hä, wie? Bist du fest? Aber ich bin hängen geblieben. Nee, nee. Ich bin drüber gesprungen. Digga, ich komm nicht mal. Ey, und ich hab schon wieder das runterfahren. okay, sorry. Und wenn ihr ich hier drin wissen, bin, ist das gut? Hier? Hallo? Wenn kann du ich hier wieder rausfahren? Oh, ich komm schon wieder rein. Boah! Ey, Marvin! Ey, du bist so ein mieser Bullshit! Ich hab's reingeschafft. Was ist denn hier bin los, Alter? Ich hab eiskalt alle meine drei Tries bis jetzt in den Container geschafft. Niemals. Wie? Ey, und du kommst jetzt weiter, du bist so ein mieser. Lol. Ich hoffe, du hast auch verkackt. Oh ja, finde ich gut. Ich hab richtig hast du verdient, verkackt. War einfach Karma. Wo hast du verkackt? Ja, ach, jetzt fragst du wieder nach, ja? Nein. Nein! Ey, ich komm einmal durch, ey. Oh, geil, ey. Oh, dann reg dich, Digga, dann reg dich nicht auf, ja? Wenn ich das bei dir mache. Nein. Ey. Du hast das bei mir gemacht, ja? Will ich mal hier ganz gerade eben so kurz festhalten. Jetzt musst du hast das bei mir zuerst gemacht. Jetzt musst du absichtlich verkacken. Warum? Weil ich auch absichtlich verkackt habe. Wann? Wo? Eben gerade. Bin ich rausgefahren. Weil ich dachte, das wäre so schief. Nein! Hey, was war das denn schon hier für ein komischer Scheiß? Ich dachte, man muss da irgendwie langfahren. Hä? Wie? Wo langfahren? Ich hab genau vom Punkt verkackt. Der letzte Sprung vom Punkt. Okay. Und ich dachte, man muss da irgendwie... Mieser Klaxigon, ey. Dass du es die ganze Zeit durch hast, wie kriegst du das hin? Ja, naja, also es ist nicht jeder Trash-Move, wie du gerade gesehen hast. Da bin ich ja auch hängen geblieben gerade. Hallo, beruhig doch mal! Jetzt fahr! Ja, hier langfahren. Ey. Danke. Nein, man muss oben flippen. Oh, ich wollte unten flippen. Oh nein. Aber ja. Wie? Also ich würde jetzt da nochmal zum Sprung halt richtig steil von unten nach oben fahren. Und dann versuchen, mich in der Luft zu drehen und gar nicht erst flippen, sondern einfach nur nach oben rausspringen. Hast du schon wieder geschafft? Ich hab's schon wieder geschafft, ja. Wie es einfach rein. Jeden Try schafft, wie? Der Möwerich, er hat den Punkt. Aber bist du die ganze Zeit nur geradeaus gefahren oder bist du auch hardcore links erstmal gefahren und dann da reingesprungen? So mache ich das nämlich die ganze Zeit. Ja, ich fahr halt an. Du kannst ja nicht geradeaus fahren, weil dieser komische Blockierer-Lachs ist. Okay. Also, mit etwas Glück hat das jetzt wohl geschafft, habe ich jetzt so vernommen. Es spricht einfach der Neid aus dir, Marvin. Spricht einfach der Neid aus dir. Vielleicht. Ich weiß es. Ich kann das ab, kein Thema. Aber Muchachos, wir haben gerade Praktikum zurzeit.
Und heute war unser, also ne, für uns heute, für euch irgendwann anders. unser zweiter Tag. Und ich bin heute. Das erste Treffen am ersten Tag war noch relativ spät, um 10.30 Uhr oder sowas. Wie? Erzähl mal wie. Wie? Oh, Digga, es erwärmt mein Herz, Alter. Oh. Wie? Oh, meine vom Sieg, meine gepeinigte Alter. Seele wird einfach gerade richtig massiert. Dankeschön. Sag mir wie, los, gib mal ein paar Ich Tipps bin richtig hier. Krass von unten nach oben Hallo. Gefahren einfach. Okay. Mach ich jetzt auch. Am Ende abgesprungen und dann einfach gedreht in der Luft. Also, das erste Treffen war um 10.30 Uhr, es war relativ chillig nur von Uhrzeit, ne? 10.30 Uhr ist ja auch relativ angenehm. Du hast sie. Nee, hab ich so gemacht. Hä, echt? Ja. Dann vielleicht nicht ganz so hochspringen, wie du es gemacht hast. Oder bist du trotzdem am Ende bei dem blauen Ding erst abgesprungen oder bist du schon vorher rausgesprungen? Jetzt? Boah. Das kann ja auch den Winkel ändern. Ich sag einfach mal ja. Also ich hatte auch Angst, dass ich drüber fliege und nicht drauf komme, aber ich bin drauf gekommen. Digga, hau! Und heute war jetzt das erste Treffen um 9 Uhr auf der Arbeit. Und, ja, wir beide erstmal zu spät. Wir beide erstmal 10 Minuten zu spät. Meine Straßenbahn ist aber genau vor meinem Augen weggefahren. Genau, die Straßenbahn. Dieser zerstörende Moment. Aber beim Zug ist es noch schlimmer. Straßenbahn ist nicht ganz so wild, weil es sind nur 10 Minuten. Aber zerstörende Moment, wenn ihr einfach gerade eben so das Gleis hochkommt oder gerade eben ankommt und die Bahn fährt so genau vor euren Augen weg. Ja, also nettes Leben, wir haben gerade Uni und es kann passieren, dass ich vielleicht ein bisschen komische Gefühlsentladung bei euch tätigen muss. Weil ich mich die ganze Zeit benehmen muss, wenn wir. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall schon mal für euren Support. Es ist sehr schön zu sehen, dass wir nach wie vor eure Herzen erwärmen können, ja. Auch wenn wir den ganzen Tag irgendwo auf der Arbeit hocken und in den Kommentaren sehen, dass ihr euch täglich über die losersche Dröhnung freut. Herzen geht auf jeden Fall raus. Dankeschön dafür. Und. Ich bin beide sehr froh, dass noch keiner unserer Kollegen auf dem Praktikum unser Material geguckt hat. Höchstwahrscheinlich. Aber es ist eine Frage der Zeit, weil alle wissen, dass wir YouTuber sind. Das hat sehr schnell die Runde gemacht. Bevor wir die Leute treffen. Seid ihr die YouTuber? Ja. Aber genau, was ich noch sagen wollte, vielen, vielen Dank für euren Support in der Richtung Instant Gaming, Merchandise. Oh mein Guck Gott! Guck mal, da ist er ja endlich! Wie? Ich war so lahm, Bruder, ich war so da lahm! Da ist er ja endlich! Instant Gaming, wie gesagt, Dankeschön, dass ihr nach wie vor uns da unterstützt, dass ihr uns wieder dort holt. Ihr unterstützt uns damit, ihr kriegt günstige Games, also Doppelwin. Dankeschön auch. Wow! Und checkt gerade jetzt mal wieder rein, weil es kamen richtig viele geile Games raus. Elex zum Beispiel, Elex 2 kam gerade raus. Elden Ring natürlich. Shadow Warrior 3 kam jetzt die Tage auch raus. Also es gibt ja richtig viele Internet-Café-Simulator vielleicht auch. Vielleicht es gibt richtig viele geile Games, die man sich gerade abschnacksen kann. Und bei Instant Gaming, ne? Spart ihr einen Groschen und support uns damit, ne? Also ja, einfach eine Win-Win-Situation. Wieso liegt mein Auto hier? Jetzt schaffe ich es nicht, oder? Ey. Oh ja, nein! Lol. Aber ich glaube nicht, dass wir das schaffen können von hier aus. Mach das auf, ey. Oh, shit. Ey, Ray! Ey, Marvin, jetzt fick doch mal nicht so umständlich, Alter! Ich hab einen einzigen Try. Ey, mein erster Try da. Na, mein zweiter Try. Ey. Alter, ich bin richtig, richtig tief. Und er ist einfach wie immer im Weg, ey. Okay. Aber warte mal. Nee. Ich muss jetzt eine. Nee, warte mal. Du bist dann. Nee. Wie? Wie geht's dann weiter? Ja, du kommst auf diese komische Straße drauf und dann keine Ahnung. Ja, und dann? Ja. Wie, was und dann? Keine Ahnung, hab ich dir gerade gesagt. Und dann. Weil du kannst auf jeden Fall nicht den Speed mitnehmen, um auf den Warride zu springen. Das geht sehr wahrscheinlich. Ich hab Warrior. Ich muss mal kurz von hier gucken. Ja, oh, ich hatte gerade einen Spawnpunkt, wo ich richtig geil einfach nur gerade durchfahren konnte. Wieso habe ich das nicht mehr? Digga, ich habe gar keine Ahnung, was jetzt unser Begehr ist. Null. Ja, unser Aber Begehr ist das Ding fahren, zu schaffen. Ja. Das ist, ja. Ich hab keine Ahnung, unser Begehr ist null. Ja, doch, wir müssen wirklich an den Warride. Okay, ach, da ist ein Speed noch drauf. Ah, okay, dann geht das. Okay, ja. Soll ich versuchen, mit der Maus zu lenken? Das mach ich auch schon die ganze Zeit. Ich kann das nicht. Ey. Wow. Ah, fuck. Ey, ich hab komplett nur um 5 gedrückt. Es passiert nichts. Das heißt, man darf nicht durchspammen. Digga, ich war auch so gerade, ne? Das wäre der Try gewesen einfach. Das wäre der Try gewesen. Wie der Lachskopf auch noch hier rummeckert, weil er mich noch wegäumeln wollte. Ey, Junge!
Wenn Deko nichts mehr sagt, nachdem er verkackt hat, dann weiß ich schon, okay, er plant wieder irgendwas. Das macht doch Klatscho, mal. Alter, richtiger Klatscho. Klatscho ist ja was Liebes, nur dann bist du ein Klatscho, ey. Oh? Oh? Ich treff es einfach nie. Alter, treff es einfach nie. Es sah gar nicht so schlecht aus. Ich werde das gleich hinkriegen. Ich glaube, danach kommt sogar noch für eine Stange, ne, die du machen musst. Was? Ja. Wo? Also, beim Warride. Das wird dann noch interessant. Ey, dann, ich schwöre, ich quitte. Meister, quitte? Ich kann, Digga, ich war noch nicht einmal da drauf, Alter. Ich bin erst zweimal durchgekommen überhaupt. Oh, das war richtig gut. Und? Komm ich drauf? Oh, ich komm sogar drauf. Ich kann weiterfahren. Und? Oh mein Gott. Huh! Ja, ich schaffe es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wohin? Ja, wo nach unten? Hier? Okay. Digga, was kommt da? Nein. Ey, ich hab die falsche Linie genommen beim Runterfahren, Alter. Ey, nein, nein. Ey, ich bin einen Kurs gefahren, wo ich nicht weiterfahren konnte. Ey. Digga, so ein Assi, da oben ist der Punkt, ne? Ey. Wo hast du verkackt? Ey, du Dreckiger. Du Dreckiger. Ich bin auch wieder dran. Oh, und? Komm, ja, das wird was, oder? Ah, du hast es? Ey, ja. Zum dritten Mal jetzt. Aber ich schaff das Runterfahren bei den Edwards hier nicht, weil diese komischen Farben da so... Oh, ich hab's. Und jetzt hier irgendwo steil runter. Ich nehme den Pfeil als Führung. Ey, nimm nicht den Pfeil als Führung. Nicht? Nein, du prallst ab. Oh, okay, ich bin da jetzt auch. Einfach stark nach unten fahren, oder? Aber nur hier? Ja. Nimm, du kannst den Pfeil als Orientierung nehmen, du darfst nicht gegenfahren. Oh! Nein, du musst, ey. Du musst sogar Fullspeed fahren, Bruder, ey. Nele, du Dreckiger. Jetzt Speedy fahren. Speedy fahren und runter mit mir. Runter, so. Aber jetzt krieg ich's hin. Wo müssen wir überhaupt hin? Da ist die Platte. Ja, wir müssen nur noch hochspringen. Oh. Das ist der letzte Lachs ist das. Der letzte. Das war's. Also eigentlich ist ja super einfach. Nur dieses Controller. Ja, wenn man eben gerade ausfahren kann, ist es einfach, ja. Ja. Das ist einfach sowas. Sowas kann nur wirklich nur von Controller wieder einen Controller erbauen und. Nein. Das ist einfach. Und dann auch Speed beibehalten muss, finde ich assi, ey. Was zu trinken, Alter? Gönn dir was, los, hol dir was. Kein Bock aufzustehen, dann geht meine Concentration weg. So. Ich fahr aber auch so random. So, ein bisschen speeden, hier nach unten jetzt. So. Oh! Ich hab's, Nico! Ja! Oh mein Gott, ich darf nicht zu weit fliegen. Du brauchst auf jeden Fall nicht Fullspeed, Digga. Ich bin fast über die Plattform hinausgecruised. Mach Mittelspeed, versuch mal Mittelspeed. Hä, ich dachte, ich brauch Fullspeed. Ja, dachte ich auch. Also beim hast du dich schon mal verkackt? Ja, beim ersten Try war ich zu langsam, weil ich da wirklich super langsam runtergefahren bin. Mach mal Mittelspeed. Weil ich war gerade viel zu schnell. Mach wirklich Mittelspeed, ne? Hast du mich gehört? Mach Mittelspeed. Nein, jetzt habe ich zum ersten Mal beim durch die Edwards fahren wieder verkackt, ey. Da bin ich auch so random durchgefahren. Oh. Ich hab auch einfach das, mein Concentration Score, ne? Das habe ich nie gemacht, aber es dürfte eigentlich funktionieren. Ich glaube, ja. Du musst dich schon einmal vorher machen. So, wenn du runterkommst und genau auf dem Speed landest, dann klappt das nicht. Okay, nächster Versuch. Das ein bisschen mehr Geschwindigkeit versuchen beizubehalten. Bleib drauf! Oh. Komm ich da? Kommen Sie mal rein? Okay, zur Not muss ich rüberklettern. Ich kann dir nicht rüber, ne?
Alter, also eigentlich hätte ich es nicht geschafft, aber ist mir egal. Komm, da sage ich jetzt nicht mehr eine Boxershow, du bist auf der Plattform, das muss reichen. Darf ich dich umfahren? Wo ist der Punkt? Ja, fahr mich um. Oh mein Gott, das noch. So, Alter, weiter geht's, meine Nico. Seele wurde einfach zu so einem Schrumpfkopf verarbeitet. Dann würde ich sagen, here we go, let's go. Hey, oh, let's go. Oh, Wechsel? Oh nein, auch nicht schon wieder der Lachs, den kennen wir doch. Oh, den kennen wir doch, also, den kennen wir doch. Oh, du musst ganz nach oben und dann drehen. Hab ich verkackt. Ah, fast. Und er verkackt. Fast geschafft. Oh, okay, na, aber das geht. Und dann guck mal, was da kommt. Dann fährst du zurück. Dann, oh nein. Da oben kommen diese drei Sprünge. Und dann kommt schon wieder so ein Geradeausfahrding, ne? Du musst schon wieder den letzten Tube gerade nach unten gefahren, so einen schmalen MG-Scheiß treffen und eine Rampe nach oben springen. Nein, schon wieder? Ja. Okay, aber das. Warte mal, der erste Lachs ist ja auf, ne? Der erste Lachs ist auf, aber nur bis. Nö. Eigentlich nur sogar unten, oder? Oder musst du den machen? Auf jeden Fall. Ach, da. Oh, no. Ja, okay, jetzt hab ich's gesehen. Weißt du nicht, ob der Weiße... Ne, der Weiße ist dann oben hin wieder zu. Das heißt, du kannst 1000 Runden machen. Das ist immer gut. Ja, naja, das... Du musst ja beim Runterfahren die richtige Stelle treffen und beim Rausspringen, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das da... Ob man da drüber fahren kann oder ob das eine Barriere ist. Ja, wie geht das hier nochmal? Muss man hier zurück? Hier muss man zurück! Oh nein, ich hab zu spät gecheckt. Nein. Wir sind zu nah beieinander. Nein. Oh, lol. Ja, ich bin extra mega langsam gefahren, ey. Ich hab einmal nach hinten geschaut, wo du gerade bist und dann, ja, ciao. Okay, runter. Gedreht ist. Ja, haben wir auch wieder. Okay. Oh fuck, ich muss ja wieder. Nein, ich muss doch wieder ganz nach unten fahren bei dem Ding, Alter. Dann fahren wir. Ja, oh, nein! So weit sein nein, ist hier noch! Oh! Schade, ne? Da ist die Lampe. Wenn du es hast, gib mir Bescheid. Ja, ich hab's. Okay, dann warte ich dann. Spirale, und ich fahr jetzt die. Nein, ey. Du musst über dem Schild in die Tube reinfahren. Ja, zum Digga, aber da ist wirklich das gar kein Platz eigentlich, um die Tube reinzufahren. Die einzige Stelle, wo du smooth rüberfahren konntest, wird durch das Schild versperrt. Ja. Wow, Alter, ich will doch hier durch nur. Ich überdrehe mich die ganze Zeit beim Runterfahren, also wenn ich abbremse. Alter Schwede. Da habe ich kein Problem mit. Hab's wieder. Nicht? Okay. Wie fahre ich jetzt da über? Nee, ich versuch's da drunter. Dann start nach oben wahrscheinlich, oder? Ja. Okay, ich bin in der Tube. Da muss ich raus. Ersten Sprung habe ich. Schön. Hier muss ich hin. Und zweiten Sprung habe ich. Sehr gut. Ich will jetzt diese Markierung nehmen zum gerade runterfahren. Ach so. Stimmt, du musst ja noch den letzten Sprung da machen, ne? Obwohl, das geht dann, wenn du die Markierung hast, oder? Ich hab's, ich bin drin in der Tube. Wie, geht's da noch weiter? Ey, nein, Mann. Ich muss jetzt so einen Tube raus, nach vorne raus Jumpsprung machen. Alter, was? Oh, das ist, Ey. Und in der Tube, wo ich anfahren muss, ist ein Loch drinne. Okay, dann komm ich da. Alter, du musst aber ziemlich viel bis dahin machen. Digga, wenn ich jetzt wieder verkacke, ne? Ich werde 100 pro verkacken. Ich habe diesen Bums noch nie gekonnt, Alter. Ich verkacke das immer. Warte, bitte auf mich warten. Ich bin gleich. Ja, ich warte hier, ja. Gleich auch da. Okay, Nummer 1. Ich muss in diese Richtung. Du musst es auch nicht mega viel Speed mitnehmen beim Motorfahren. Achso. Boah. Wohin jetzt? Oh. Digga, ich hab grade, das so 100 pro verkacken, wieso, Alter. Wieso ist hier kein Speicherstand, ey? Das ist echt böse. Okay, warte, ich versuch's, ja?
Ja, okay. Digga, der war clean, ey. Hast du gesehen? Der war sehr clean. Ich hab's gesehen, ja. Ich versuche es so nachzumachen. Ey, und meine Kamera hat sich komplett verengt. Ich habe einfach nichts mehr gesehen, ey. Hast du ein Glück, ey. Das war so knapp. Ich bin anscheinend ein bisschen höher gesprungen als du. Ja. Ey. Aber zum Glück fürs Try. Ja, geht's halt mal lieber. Alter Schwede. Das hätte auch ordentlich ins Höschen gehen können. Das hätte richtig ins Höschen gehen können. Hier musst du wieder richtig Fullspeed fahren, sonst kommst du da... Achso, hast du ja, haben wir schon geschafft. Und jetzt... Ist das richtig? Schon, oder? Rein, oder fährst du den Lachs wieder zurück? Ey, das ist falsch. Ah ja, du musst nur zurück. Du musst zurückfahren, ja. Oh, komm ich hier durch? Warte, ich komme jetzt, warte. Naja. Ja. Und ich bin weg, ciao. Mann, ey. Ich glaube, ich würde lieber diesmal unten reinfahren, damit ich oben rausgegietet werde. Ich glaube, das ist besser. Ja. Weil du musst ja eigentlich mehr Speed holen. Ja. Oh, ja. Von oben ist aber der Winkel schon ziemlich scheiße. Alter, der ist richtig scheiße. Sagen. Oh, ich hab's geschafft. Ja. Nice. Nein, du musst wieder in den Tube, ey. Digga. Oh, und da oben ist auch Ton in Ton, blau in blau ist die Blockade da, ne? Achso, ich hab. Warte mal, hier fährst du dann. Achso, ah! Muss man da rüber. Ach, da musst du hier wieder auffahren. Ach, du. Nee, du musst gar nicht in den Tube rein, du musst nur ganz unten lang fahren. Okay. Du fährst. Bleibst am Wallride dran, musst nur unten lang fahren. Ich bin verkackt. Okay, ich komm jetzt wieder, aufpassen. Also ja, unten, ich fahr also nicht. In die. Fahr jetzt unten am Wallride. Einfach nur unten am Rand fahren. Also hier lang? Ja. Ah, ja, okay, danke für den Tipp. Hätte ich niemals First Try gemacht. Okay. Oh, jetzt kommt ein Schmutziger. Ja, oben bleiben. Unten bleiben. Ja, haben wir auch. War recht easy bis dahin. Und nein. Und nein. Nein. Hast du verkackt? Du musst wieder so einen Wechsel machen, so einen Vorwärtssprung, den wir auch schon mal hatten. Ich würde viel krasser von unten nach oben fahren. Ich habe den nur so leicht genommen. Aber bis dahin ist es echt easy, also kommt direkt hier gerade durchfahren, hier ist ein Höhen. Oh fuck, schneller, Speed. Ah, wieder so, oh fuck, Alter, du musst richtig krass nach oben. Ja, das habe ich nicht gemacht. Oh nein, ich bin viel zu früh rausgesprungen. Ich hab verkackt. Da musst du hier in die Tube rein, in der Tube musst du runter. Weiß aber nicht, ob du in der Tube einen Seitenwechsel machen musst. Das machen musst. Ich könnte es mir gut vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Okay, schmutziger. Check. Einmal nach unten fahren. Also bis dahin ist wirklich easy. Jetzt müssen wir den Lachs nochmal hinkriegen. Einfach krasser von unten nach oben. Und ganz am Ende erst rausfahren. Oh! Okay, haben wir. Gar kein Problem. Und jetzt irgendwie da reinspringen, ne? Einfach so. Irgendwie da reindroppen, ja. Okay, habe ich. Und wenn ich dann Richtungswechsel. Ja, ich muss einen Richtungswechsel machen, aber ich kann ja wieder nach oben fahren. Ist ja kein Problem. Ah, fuck. Eieiei. Aber auch in die Tube reinzukommen war jetzt nicht komplett easy. Also, es war in Ordnung. Ja, ich sehe mich da schon scheitern. Der Richtungswechsel war richtig easy. Ist die Frage, was kommt hier noch? Nee, dann musst du nur rausfahren und abspringen. Auf die Plattform zum Punkt. Glaube ich. So sah es zumindest aus. Ey, Junge, warum verkacke ich denn jetzt die ganze Zeit hier? Nein. Hui. Ey, bist du ein Dreckiger, bist du... Oh mein Gott. Was hat er gemacht? Ich... Also eigentlich fand ich bis dahin recht easy. Oh. Ich fahr raus. Hey, bin noch vorbei. Ich möchte es eigentlich bei dir sehen. Tu mir das nicht an. Warte, ist das der letzte Punkt? Ist fast bestimmt der letzte Punkt. Hallo. Es tut nichts zur Sache, ob das der letzte Punkt ist. Doch. Meine Seele ist schon zerstört, egal ob es der letzte Punkt ist oder nicht. Nein, ich will, dass du da auch. Dass du da auch verkackst. Okay, ich bin der Typ. Also, warte mal. Hier langfahren. Ja.
Richtungswechsel easy. Ja, ne? Ging. Ja. Wie er sich das noch da unten anschaut. Digga, wahrscheinlich muss ich einfach nur runterdroppen am Ende oder sowas, ne? Der Punkt ist irgendwo unten. Digga, mach nicht so eine Scheiße jetzt! Ich kann ja nicht, ist der nicht auf der Plattform da, auf der gelben vor uns? Ist der nicht ein Punkt? Hi Deko, ich bin hinter dir. Okay, ich hab ihn gesehen. Ich hab hier drin, beim im Kreis fahren, hab ich R gedrückt. Ja. Alter, ist der Assi. Alter, ist der Assi gelegt, ey. Oh. Nein, ich hab schon... Wie hast du das jetzt hinbekommen, Deko? Wie hast du das jetzt hinbekommen? Intelligent einfach, Junge! Wie? Im Fallen auf die Plattform hab ich die Karre gedreht in die Richtung zum Punkt. Der Speed hat mich zwar gespeedet, aber zum Punkt hin. Alter Schwede. Okay, ich dachte, man muss gegen den Pfeil springen. Alter. Ich bin einfach direkt auf die Plattform gejumpt. Ja, ich auch! Als ich verkackt habe, aber der Speed hat mich sowas ins Reich des Schattens gekickt, Alter. Ja, ich hab mich halt. Ne, ich bin draufgesprungen, aber hab mich schon im Flug so gedreht, dass mich der Speed quasi, wenn er mich nach vorne. Weil der gibt ja nur einen Boost nach vorne. Ja, in die Richtung, die du da drauf landest. Du kannst ja bitten. Wie? Du hast ja trotzdem Speed nach vorne. Ja, aber er boostet dich trotzdem in die Richtung, wo man hinguckt, in die dein Auto gerade fährt. Wo du hinguckst, ist das so? Ja. Deswegen habe ich das Auto einfach auf den Punkt ausgerichtet und habe den Speed bekommen zum Punkt hin. Ja, das will ich jetzt nochmal validieren. Den nächsten Punkt habe ich First Try geschafft und jetzt habe ich noch einen Punkt, das ist das Ziel. Oh, schade. Ey, ich habe so gehofft, dass dich der Troll da holt, ey. Digga, einfach Chaos nochmal verkackt hast deswegen, ne? Ich bin jetzt... Uff, okay, ich habe vorm Ziel gewartet. Okay, wie soll ich das machen? Soll ich das machen wie Deko oder gegen den Fall springen? Ich versuche jetzt mal so wie Deko. Mach mal so wie ich. Intelligent. Alter, es geht wirklich. Hätte ich nicht gedacht. Hier, könnte man eigentlich nach 6 Jahren wissen, dass einen die Speeds immer nur... Ja, aber ich habe ja trotzdem Bums nach vorne. Ja, aber ist egal. Die Speeds ballern dich immer genau von in deiner Autofahrrichtung. Fahr ich den ganzen Lachs jetzt zurück, oder? Nee, nur ein bisschen. War easy, hab ich First Try gemacht. Ja, hier lang wahrscheinlich, oder? Huh! Nein! Den hab ich sogar auf... Ich bin auch ganz knapp draufgekommen, Alter. Knapp bin ich draufgekommen. Ey, also der Troll an der einen Ecke... Also ich hab's mir wirklich gewünscht, wirklich. Ich hab gewünscht, dass dich das erwischt. Schade, ey. Aber gut, deswegen, ich hab Dekos Troll. Oh. Ich hab Dekos Troll sozusagen mitgenommen, ich hab da zweimal verkackt. Pass. Ja, fahr rein! Also, was sagst du, all in all? Ich stehe hier vor, da kannst du nicht reinrammen jetzt. Was sagst du, all in all? Also. Ich find's geil. Ich find den einen Punkt, wo man dieses gerade runterfahren mit der Rampe, den fand ich scheiße, der war assi. Aber. Aber der Rest war eigentlich echt ganz cool. Ja. Also deswegen, wenn du dich noch meine zweite Option, wenn du noch meine zweite Option nochmal überlegen möchtest, komm da gerne nach. Ja, komm da gerne nach. Also, wisst ihr Bescheid hier, ne? Abchecken. Instagaming, Triebwerk, Merchandise. Dankeschön. Das war nicht abgesprochen übrigens.